Das wird so passieren. Ich starte jetzt. Ja, ma. 3, 2, 1. Friendos, was geht's, Apps am Start, willkommen zur nächsten Folge FIFA Mobile 22 zum nächsten Duell, Leute. Ja, Leute, ich habe bisher mit jedem FIFA Mobile YouTuber aufgenommen, außer mit Schlacht, die er fehlt noch. Hi, du Witzka. Er ist an der Leitung, Leute. Moin, 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 sagt er, Leute. Jawohl. Willst du irgendwas sagen, Schlachti? Mach die. Ja, ich würde mal so sagen, erstmal natürlich das Hinspiel auschecken und dann können wir so sagen, können wir auf jeden Fall, ja, darauf aufbauen, auf der Leistung. Jawohl, Friendos, Leute. Um 17.30 Uhr auf jeden Fall das Video online gegangen und 17 Uhr vorhin bei Schlachti. Auf jeden Fall das Hinspiel auschecken bei Macht aus dem Schacht und, ja, Leute. Ich würde sagen, ich erkläre euch das ganze Prinzip, Leute. Ich habe auf jeden Fall jetzt mein Team umgestellt, der Schlachti auch. Kann ich auf jeden Fall mal einen Screenshot hier reinschicken, hier Leute, hier links eingeblendet. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich eine Zahl sagen. Und diese Zahl ist sehr wichtig, denn der Verlierer in einem 1 gegen 1 muss auf jeden Fall dann den jeweiligen Spieler abstoßen, Leute. Deswegen heißt es ja eine Discard-Challenge. Ja, bist du bereit, Schlachti? Ja, ich bin eigentlich bereit. Okay. Dann würde ich sagen. Fang du an mit der Nummer. Die 3. 1, 2, 3. Und du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich wieder Timo Werner. Ich hab so ein Glück. Er sagt wieder. Du hast gespoilert. Ja, dann schneid das Video aus. Es war überpiepen. Okay, gut. Dann bist du jetzt dran mit der Zahl. Ich sag einfach mal die 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du wirst nicht glauben, aber es ist Erling Haaland. Oh. Eieieiei. Das wird jetzt kritisch für dich. Aber gut, ich probiere nochmal alles umzustellen hier, damit ich ungefähr auf dein Level zurückkomme. Und dann können wir bestimmt reingehen ins Spiel, oder? Was sagst du? Ich würde sagen, Leute, ich lade den verrückten Schlachte jetzt mal ein hier. Ah, jetzt, da ist die Anfrage. Okay. Hi, Dewitzka, da ist er, Friendos! Wir gucken uns, würde ich sagen, jetzt mal sein Team an. Mit seinen 337.000 Pokalen. Sehr, sehr wild. So, Friendos. Da kommt noch lieber auf dich zu. Oh ja. So, gucken wir mal hier. Das ist auf jeden Fall jetzt mein Team. Genau. Und das ist Schlachtis. Er hat... Ach, oh, ne, sein Veron wieder. Sein Stones. Barella. Ach, du hast Barella dir geholt damals? Okay. Let's go, Friendos. Ich hab den damals in FM21 nicht gespielt, aber jetzt habe ich einfach mal drinstehen. Der ist eigentlich ganz gut. Also mir fehlte Barella, Stones und Kimpembe hat mir gefehlt. Okay, also mir hat Leao und Kimpembe, ja, Haaland und noch so ein anderer. Ich glaube, ach hier, Trippier. Trippier, ja, der ist gut. Der ist wirklich Real Talk gut. Komm, jawohl, Veron. Ja, 1-0. Veron. Den macht er. Ich sehe schon meinen Haaland vorbeifliegen. Ganz, ganz sicher macht er den rein, wie ich es ihm gelehrt habe. Lol. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Leute, das ist jetzt mein zweites 1 gegen 1 Spiel in FM22. Ich habe bisher nur bis Angriff gezockt. Und Schlachti ist ein bisschen eingeübt. Ja, ich kann es ja nochmal sagen, ich bin unter der Top 2000 in der Welt, gerade in 1 gegen 1. Das ist krank. Ein bisschen gespielt. Das ist krank. Leo. Ja. Digga, Werner, was tust du da? Was machst du, Leo? Was machst du? Oh, was machst du? Ui. Na gut, immerhin nochmal ein Ruf. Da-da-da.
Nicht das zweite hier fangen, nicht das zweite hier fangen. Oh. 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 Veyron zwischen Weltklasse und Kreisliga. Veyron ist schon krass. Das ist es. Schon. Ja. Ja. Ey, jetzt geht er mit deinem Haaland durch. Ey, nein. Jawohl, es geht. Phil Foden. 1-1. Jawohl, es geht. Der geborene Crosswärmer hier einfach. Yeah. Geil. Let's go, weiter. Mel ein bisschen mehr strecken. Hey. Was ist denn das? Oh. Boah. Okay, Friend aus. 1-1 zur Halbzeit. Und Leute, falls es zu einem Unentschieden kommt, würden wir dann ein Angriffsspiel machen. Weil da müsste es ja eine Entscheidung geben, so weißt du. Ich meine. Jawohl, komm. Wichtig. Hier kommt es nicht zum ein versus Angriffsspiel. Hier kommt es zum Sieg. Für mich. Für einen Skywalker. Oh, wunderschön. Ey, nicht so schön. Daran. Oh, nee! Ja! Ey, das kann ich. Gareth Bale! Gareth Bale! Bam, Junge! Yes! Ey, das kann nicht wahr sein, wirklich. Juhu. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich muss Retalk jetzt mit ausstellen, das mit den Auswechsel-Dingsbums. So. Ah, das WLAN ist auch nicht so das Ganze, was ich mir so erhofft hatte. Na, vollkommen. Ujol. Oh, der ist viel zu langsam. Selber ist halt ein Innenverteidiger im Angriff. Ist der echt langsam? Ja, der ist wirklich langsam. Aber in der Abwehr ist es eigentlich gar nicht so schlecht, aber wenn ich ihn jetzt als Stürmer eingestellt habe, ist natürlich nicht so geil. Ah, okay. So, komm. Noch ist alles, noch geht alles. Hey. Stones, du bist Abwehrspieler, du kannst doch eigentlich Bälle abnehmen. Jetzt. Ja. Das ist es. Ja, komm. Was machst du denn? Du bist doch so... Och, Robertson. Das kann doch nicht wahr sein. Robertson. Das ist so dämlich. Was macht denn Leao da? Ey, komm schon. Da geht noch was, Veyron. Wenn nichts geht mehr, dann geht noch Veyron. Och nee, Veyron. Weg da. Du Esel. Veyron, dieser Esel. Hyp ab. Nach vorn. Jawohl. Mein Haaland bleibt im Team. Mein Haaland bleibt im Team, mein Haaland bleibt im Team. Und das heißt, er muss Timo Werner abstoßen. Timo Werner abstoßen, naja, der wäre sowieso bald rausgekommen, aber... Echt? Naja, dann geht's ja, oder? Ja, also das ist auch das Schlechteste bei mir im Team. Das ist aber mein RV bisher. So. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich blende auf jeden Fall das jetzt hier ein, hier links unten, seinen Abstoß quasi, sein Discard. Und ja, ich würde sagen, Friendos, wir sehen uns
die Tage wieder, beziehungsweise morgen wieder. Morgen ist wieder ein Video um 8.55 Uhr. Und ja, willst du noch irgendwas sagen oder hast du noch was zum Sagen? Also, was soll ich denn jetzt noch sagen? Das ist unfassbar gewesen, unfassbares Spiel. Gut, dann würde ich sagen, Freddo, sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Möge die Macht mit uns sein, Skywalker. So. Sky, wie hast du das ab? Wie hast du die Spieler wegtrainiert? Wie hast du das.